elegant, stilvoll, ausdrucksstark und vor allem individuell. Das alles steht unter anderem für diesen schönen Brut und den zeige ich euch heute. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Autohaus Halamat. Mein Name ist Philippe Barbosa und ich stehe hier gerade vor dem wunderschönen Brut Richmond. Ursprünglich, wie man es natürlich unschwer erkennen kann, war es ein Wrangler PHEV, Plug-in-Hybrid. Auf der linken Seite kann man es ganz gut erkennen. Da ist nämlich eine Steckdose, worüber man das Fahrzeug auch extern laden kann. Farbtechnisch war es so, dass der Wagen vorher schwarz war. Und ja, wir haben uns dazu entschieden, das wirklich sehr stilvoll zu machen und haben den deshalb bei Brut in Sienna Beige Satin Matt umlackieren lassen. Wirklich eine echt stilvolle Farbe, muss ich sagen, gepaart mit dem 7-Slot, der hier in den Rippen schwarz hochglänzend ist, was ja auch sehr, sehr häufig bei Brut der Fall ist. Was aber kein Muss ist im Übrigen, wollte ich mal ganz kurz am Rande erklären, denn man hat theoretisch die Möglichkeit, bei Brut alles zu customizen, ja, alles so individuell zu gestalten, wie man möchte. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug in quietschgelb haben möchte, inklusive des 7-Slots und alles Mögliche, dann kriege ich das in quietschgelb. Also, das ist überhaupt kein Thema. Und ja, aber in der Hinsicht ist es so, dass wir bei diesem Plug-in-Hybriden von Jeep, ja, den Wrangler 381 PS Systemleistung haben. Darüber hinaus sind 637 Newtonmeter, die das Fahrzeug dann an Drehmoment generiert. Und ja, das ist schon wirklich echt eine echt coole Zahl, muss ich sagen, für ein Plug-in-Hybrid mit einem reinen Vierzylinder. Und im Übrigen ist es nicht nur so, dass wir dieses Fahrzeug, so stilvoll er auch ist, nur auf der Straße bewegen. Nein, diesen Wrangler kann ich natürlich auch im Gelände bewegen. Ja, was haben wir alles eigentlich an diesem Brut individualisiert? Und zwar natürlich nicht nur die Farbe, sondern wir haben uns dazu entschieden, hier nochmal ein paar Kontraste mit reinzunehmen in der Front, neben dem 7-Slot und den Innenseiten des Scheinwerfers sowie der Haubenscharniere und vorne der Stoßfänger sind nochmal diverseste Akzente in schwarz hochglänzend lackiert. Und ja, die Motorhaube, die ist auch ganz klar zu erwähnen, denn die ist nicht ab Werk so, sondern lediglich beim 392er, den wir euch ja schon mal vorgestellt haben. Diese Motorhaube, das ist die Performance-Motorhaube bei Brut und die haben wir jetzt einfach tatsächlich mal genommen, weil das Fahrzeug einfach sehr, sehr kraftvoll rüberkommt. Man kann es mal ganz schnell tatsächlich auch als 392er ansehen, ja, tatsächlich, muss man fairerweise sagen. Aber nicht zu vergessen, hier auf der linken Seite ist eine Steckdose. So im Innenraum, den ich euch nachher noch zeige, befinden sich die Performance Seats. Ja, die sind im Übrigen echt super bequem. Gibt es auch in der Form nur bei Brut so. Ja, die kriegt man nicht ab Werk bei Jeep so. Und ja, ansonsten noch diverseste andere Dinge. Und zu einem kraftvollen Auftreten dürfen natürlich auch nicht die entsprechenden Räder fehlen. Wir haben uns hier in diesem Fall für die 20 Zöller entschieden, in Kombination mit den Mickey Thompson als 35 Zoll Bereifung. Die haben erstmal eine gute Eigenschaft, denn die sind sehr laufruhig. Darüber hinaus ist es so, dass die schon ein sehr, sehr grobes Profil haben. Und dennoch ich keine Einbußen habe, beispielsweise im Gelände. Und was schön ist, die haben im Übrigen auch noch das Schneeflockensymbol, sodass ich auch ganzjährig mit diesem Fahrzeug in der Radreifenkombination fahren kann, also als All-Season sozusagen auch geeignet. Diese Radreifenkombination bekomme ich leider nicht so eingetragen. Dafür muss das Fahrzeug 2,5 Zoll höher. Ja, in diesem Fall haben wir uns für ein AEV entschieden und in diesem Fall ist es möglich, diese Kombination eintragen zu lassen. Und ich finde tatsächlich, die Höherlegung ist mit der Radreifenkombination tatsächlich auch ein Muss, weil es einfach richtig, richtig gut aussieht. Angekommen auf der Fahrerseite befindet sich, wie vorhin schon erwähnt, die Ladebuchse, worüber ich das Fahrzeug extern laden kann, entweder mittels dem mitgelieferten Kabel, welches ich dann zu Hause auch anschließen kann, um das Fahrzeug zu laden. Oder ich kann mir ein Kabel noch besorgen, worüber ich dann an öffentlichen Ladesäulen laden kann.
Das Fahrzeug hat eine Batteriekapazität von 17,3 Kilowattstunden, eine maximale Reichweite von 50 Kilometern und ja, das reicht schon, um ja, auch mit diesem Fahrzeug ein lockeres Cruisen durch die Innenstadt zu ermöglichen. So, angekommen am Heck haben wir natürlich hinten auch diverseste Anbauteile in Schwarz-Hochglanz lackieren lassen, um den Kontrast einfach nochmal zu verdeutlichen. Unter anderem beispielsweise die Rückleuchten, die Scharniere, den Türgriff. Im Übrigen ist es so, dass beim Wrangler Plug-in Hybrid für gewöhnlich ab Werk die Abschleppöse in Blau angeliefert wird. Und die haben wir natürlich dann passenderweise auch in Schwarz-Hochglänzend lackiert. Ja, jetzt zeige ich euch mal den Kofferraum. Denn hier verbirgt sich was, was Brut immer seinen Kunden mitgibt. Und zwar ein Pflegeset hier in einem wirklich schönen Koffer. Normalerweise haben wir die letzten Male den Koffer immer in Silber gehabt. Ich finde tatsächlich hier in einem Schwarz sieht es auch noch einen Ticken hochwertiger aus. Aber was so ein Koffer hochwertig aussehen kann, ne? Das ist ja Wahnsinn. Naja, darum soll es nicht gehen. Unter anderem, was verbirgt sich in diesem Koffer? Ja? Also diverseste Pflegemittel, wie beispielsweise Felgenreiniger, wie Glasreiniger, aber auch hier ein Pflegemittel für den Lack. Ja? Und natürlich dürfen die entsprechenden Tücher auch nicht fehlen. Hier ist Mikrofasertuch dabei, hier ist ein Leder dabei sozusagen, ja, und nochmal eine Broschüre dazu. Und ich muss wirklich sagen, das zeugt auch natürlich auch schon davon, dass Brut es hier in diesem Fall mit der Hochwertigkeit echt ernst meint. Das Fahrzeug ist, wie erwähnt, 2,5 Zoll höher und wir haben uns dazu entschieden, hier elektrische Trittbretter zu montieren. Und was einfach richtig stark ist, ist, dass die gar nicht so unbedingt auffallen, weil die halt einfach erstmal in Wagenfarbe lackiert sind. Sobald man hier in diesem Fall die Türen öffnet, fahren die raus und mir wird so umso einfacher gemacht, dann einzusteigen und ich muss da nicht reinklettern oder idealerweise dann, je nachdem wie groß die drin eine Leiter haben, also Trittbretter. Und ja, super cool. So, herzlich willkommen hier im Brut Richmond. Wir haben ursprünglich den Wrangler als Rubicon in der Basis genommen. Für den Umbau. Es ist im Übrigen aber völlig egal, ob ihr einen Sahara nehmt oder einen Rubicon. Wichtig dabei ist, dass es ein Neufahrzeug ist. Wie man hier unschwer erkennen kann, dieser Wrangler hat nicht die typischen Sitze, wie er jetzt ab Werk bekommt, sondern wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Brut Performance Seat zu nehmen. Das ist der ursprüngliche Sitz, der wird aufgearbeitet bei Brut. Die Lederfarbe nennt sich hier Brut Macadamia, das ist ein schöner, heller Ton. Und die Sitze als solches sind nochmal seitlich etwas gefüttert, so wie oberhalb des Sitzes auch nochmal und bietet hier einen wirklich sehr, sehr sportlichen Charakter. Wir haben hier einen schönen Stitch, wo Brut Performance draufsteht. Im Übrigen findet man diesen auch in größerer Form vorne auf der Motorhaube wieder. Und wir haben hier ein typisches Diamond-Karo-Muster, welches wirklich auch echt stilvoll hier beispielsweise in der Mittelkonsole zu sehen ist. Im Übrigen haben wir uns für das Lederpaket Plus entschieden hier in diesem Brut. Ja, das beinhaltet unter anderem neben dem Handbremshebel, das lederbezogene Handbremshebel und den lederbezogenen Lenkrad, natürlich auch noch die Wellhebel hier, quasi mit Alcantara-Überzug. Und was wir auch zum ersten Mal haben tatsächlich und was Brut auch noch nicht ganz so lange hat, ist tatsächlich hier diese CNC-gefrästen Aufsätze für die Wellhebel. Und das Ganze gibt es tatsächlich auch so gar nicht zu kaufen und auch nur bei Brut und ist super individuell und sieht sehr, sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Um das Ganze natürlich auch abschließend rund zu machen hier im Cockpit, haben wir neben dem Griff quasi auch nochmal einen Carbonüberzug. Das Armaturenbrett als solches ist mit Leder überzogen in dem gleichen Ton wie die Sitze und die Armauflage. Und die komplette Front ist schwarz hochglänzend lackiert worden. Und was auch ganz schön ist, sind hier die einzelnen Luftauslässe mit dem jeweiligen Brutpatch und das Ganze gibt dem wirklich einen sehr, sehr hochwertigen individuellen Touch. Hier im Fond angekommen,
können wir auch von hinten mal die Silhouette des Sitzes erkennen. Das ist nämlich ein ursprünglicher Sitz, so wie er ab Wehr kommt. Er wurde aufgearbeitet, links und rechts an den Wangen. Und ich kann schon fast erahnen, dass es irgendwie ein Sportsitz ist, wie er jetzt irgendwo im Sportwagen ist. Und dieser findet jetzt hier in diesem Wrangler Platz. Auch bei den rückwärtigen Sitzen darf natürlich auch das Muster wie vorne nicht fehlen. Also hier wieder auch im Macadamia und dem Rautenmuster. Wie beispielsweise auch die Lufteinlässe mit den entsprechenden Brutpatches. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir uns bei diesem Wrangler für ein Fahrzeug mit Sky One Touch Dach entschieden. Und in diesem Fall ist es so, dass bei den Wrangler mit Sky One Touch die Heckscheiben bzw. die Seitenscheiben hinten rausnehmbar sind. Also ich habe hier die Möglichkeit, über zwei Hebel die komplette Scheibe rauszunehmen. Als kleinen Fun Fact, normalerweise kommen die, ja, wie man es halt kennt von den Fahrzeugen, in Weiß innen drin. Und Brut hat es in diesem Fall nochmal nachträglich behandelt und die sind jetzt schwarz matt. Ich finde ganz ehrlich, das passt auf jeden Fall viel, viel besser, denn gepaart mit dem Innenraum, sowohl oben als auch jetzt der Fußboden, sieht es auf jeden Fall wesentlich hochwertiger aus. Das war's auch schon mit diesem Video zu diesem richtig coolen Brut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt, dann schreibt uns gerne an. Schreibt es hier unter das Video in die Kommentare. Ihr könnt das Fahrzeug natürlich auch käuflich bei uns erwerben. Schreibt uns dafür auch natürlich gerne an und ansonsten würde ich mich über ein Like von euch freuen. Abonnieren natürlich nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.